Heute starten wir auf jeden Fall den Genocide, das heißt, heute geht es darum, alle zu vernichten. Und ich weiß sogar, dass es ein Secret Genocide geht. Da wurde ich auch ein bisschen gespoilert und ich weiß sogar, wie man den macht. Den werde ich auch versuchen, weil der normale scheint nur zu sein, jeder hasst uns, ist ungefähr wie beim ersten Chapter und ist kein richtiger Genocide. Und wir wollen ja den Genocide. Warum? Oh, ich darf nochmal eben kurz. Sonst nehme ich das nur noch auf. Toll, die App ist bei mir abgekackt. Mann, Twitch! So, Leute, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo der Genocide wirklich anfängt. Wir kommen beim Genocide echt gut durch. Die soll ich übrigens trotzdem umbringen, meine ich. Aber ich block sie einfach. Weil ich kann sie danach nochmal bekämpfen. Ich muss die nämlich mit Noelle umbringen. Noelle ist der Schlüssel zum richtigen Genocide. Wenn ich sie umbringe, dann sind sie wirklich weg. So, das CD-Bagel nehme ich mit. So. Und jetzt wird's anfangen. So, das können wir alles überspringen. Ich liebe es immer noch, wie Noelle nach oben guckt. Nach dem Motto, oh shit. Ist es vom Prinzip auch egal, was ich jetzt zu Noelle sag. So, Noelle ist jetzt bei dieser Party dabei und jetzt fängt es an, Leute. Jetzt fängt der Genocide an. Weil sie sagt, meinst du nicht, wir gehen jetzt in die falsche Richtung? Ich habe mich informiert hier drüber, beziehungsweise ich wurde gespoilert. So, und jetzt muss ich mit Quiz immer defenden. Und sie hat ja die Attacke Eisschock. Die muss ich jetzt nutzen. Und dann sind sie tatsächlich tot. Guckt. Die sind Eisstatuen jetzt. Und so muss das jetzt laufen. Dass ich jeden Gegner mit Noelle einfriere. Das ist der Genocide in diesem Spiel. Ich habe mich ernsthaft informiert, weil bei meinem ersten Chapter nicht wirklich umbringen konnte. Nur deswegen habe ich mich informiert. Ich muss jetzt einmal bis zum Müllberg zurückrennen. Noch ein bisschen weiter? Das ist nicht der falsche Weg. Aber hier ist auch nochmal ein Gegner. So, Chris. Wir frieren hier wieder ein. Gib mir die TP. Gib sie mir. Noelle ist wieder stärker geworden. Und wieder ein Gegner eingefroren. Auf ewig. Er wird nie wieder aufwachen. Ich könnte ihn natürlich auch einmal anschlagen, ne? Damit sie eher sterben. Aber sie müssen halt tiefgefroren werden. So. Und tschüss. Und ein weiterer Toter. Hier kann man übrigens rein. Und hier wohnt jemand. Es ist nicht creepy. So, mehr kann man hier nicht machen, aber es war wichtig, dass man herkommt. Ja, meine Eisstatue. Die werden nie wieder aufwachen.
Denkt ihr, ich sehe euch nicht? Zack, einer eingefroren. Da kommen meine Twitter-Fügelchen. Und der nächste. Und nur ist wieder stärker geworden. So. Und hier sind jetzt Gegner statt den Autos. Das ist das Zeichen, dass ich alles richtig gemacht habe. Aber jetzt haben wir schon eine andere Story. Eisschock. Und wieder ein Tod gefroren. Vom Prinzip her bin ich jetzt hier nicht der Mörder. Vom Prinzip. Ich finde es so schön, dass man sie zweimal einfrieren muss. Bevor sie wirklich tot sind. Und ich habe die Katze weggefroren. Na, 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 na. Na, na. Jetzt können wir weitergehen. So, hier jetzt einfach wie gewohnt. Wieg! Ich habe eine Sache falsch gemacht. Der gehört dahin. So. Wir machen alles richtig, Leute. Einfach jeden Gegner tot frieren. Nimm das. So. Der erste ist jetzt weg. Jetzt haben wir nur noch einen vor uns. Mach Noel zum Mörder. Ich hätte vom Prinzip her erst einmal angreifen können, aber dann wäre der wahrscheinlich nicht durch eine Frost gestorben. Weil Techniken immer vor Angriffen eingesetzt werden. So, war da was? Nee. Hier konnte ich nach oben und den beiden zusehen. Wie die Spaß haben. So, Gegner. Du hast doch hoffentlich nicht Angst. Easy going. Eisschock. Und wieder einer tot. In den ewigen Schlaf mit euch allen. Das macht Fun. Und danach haben wir tatsächlich nur noch den geheimen Bossfight und dafür muss ich erst einmal Vorarbeit leisten. Also ich habe privat noch ein bisschen was zu tun. Weil die zu bekehren dauert länger, als sie umzubringen. So, hier muss ich auf jeden Fall die beiden jetzt erstmal umbringen. Und hier kommt das nächste Event. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß nur, was man machen muss. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Weil ich hätte definitiv Fehler gemacht, hätte ich mich nicht informiert. Das weiß ich jetzt schon. Weil ich auf das ein oder andere nicht gekommen wäre. So.
Defend. Ice Shock. Nell ist stärker geworden und wir haben sie weggefroren. So, jetzt muss ich einmal hier dran. Ja. Nee. Ich würde mit ihr fahren. Natürlich. Du wirst mit mir da drauf. Ja. So, ich bestimme über sie. So. Hier muss ich jetzt auch die andere Antwort nehmen. We have something else. Was soll das heißen? Ja, der Free Swing ist das, was ich hier bringen muss. Doch, wir brauchen das. Du wirst diesen Ring kaufen. Wie viel kostet der? Genau einen mehr, den ich habe. Dieser Geiz halt. Nimm ihn. Komm. Du willst diesen Ring. Los. Töte ihn. Und hol dir den Ring. Nein, du hast ihn umgebracht. So, das ist auch die einzige Möglichkeit für sie, Waffen zu kriegen. Aber ey, wir müssen noch einen anderen Ring holen. Einen noch viel stärkeren. Und ihr merkt, dass die Stimmung vom Spiel anders geworden ist. Die fröhliche Musik ist weg. Stell dich einfach auf den Teil drauf. Beim letzten Mal war es genau andersrum, wenn man sich erinnert, dass ich mich drauf gestellt habe. Doch. Das war eine gute Idee. Das ist natürlich. Es ist deine Natur. Ab hier ist auch eine andere Musik als beim letzten Mal. Die Katze rennt weg! So, Ice Shock. Wir machen jetzt viel, viel mehr Damage. So, jetzt kann sie die auch alle one-hitten. Nö, Noel. Und die Katze fertig. Lausche meinen Worten, sei böse. Du willst es auch nicht, ich will es auch. So. Hier ist keiner mehr, ne? Also von den Ständen. Habt ihr gemerkt? Man merkt einfach, dass der Genocide angefangen hat. Du bist meine Waffe. Das wird sich niemals ändern.
Bounce Blade. Das ist meine Waffe. Ich meine, die war scheiße. Naja, sie gibt ein bisschen Defense. Hier ist einfach niemand mehr. Also von den Ständen. Und die sind halt auch alle auf Flucht jetzt getrimmt. Weil die genau wissen, die werden sonst umgebracht. Und was sie jetzt hier machen, ist reine Selbstverteidigung. Jetzt sind wir die Bösen. Weil, sammle deine Kraft, vernichte sie alle. Wenn ich schon einmal böse sein darf, dann richtig. Da kommt Evil Shining zum Vorschein. Hier waren auch mal Autos, wenn man sich erinnert, ne? Gibt's alle nicht mehr. Noel, du bist ein richtiges Monster. Aber so habe ich dich natürlich erzogen. Du machst alles gut. So wie du es tust. Ich fühle mich so scheiße dabei. Gleichzeitig ist das so ein wunderbares Gefühl, sie alle tief zu verehren. Nein, Leute, macht das bloß nicht in Real Life. Vergesst nicht einfach je Nein, den ihr seht. Das ist gemein. Das Schöne ist, jetzt kann man wenigstens mal richtig erkunden. Kommt der Hund immer noch ein überfährt? Kommt immer noch der Hund und überfährt ein, würde ich sagen. So. Ja. Merkt ihr, wer da drin ist? Das ist dieser Big Shot. Spamboy oder irgendwie eine Art hieß der. Bonjour, Hoden. Heute bin ich mal böse. Ja. Bei mir ist immer alles klar. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ich mache halt den Genocide hier jetzt. Irgendwen muss ich noch umbringen. Ich habe noch nicht alle umgebracht. 5 fehlen noch. Dann haben wir den Genocide gleich komplett. Ja, komm her! Die wird nicht weggerannt. So, Noel, bringen Sie alle um. Ja, was interessiert dich denn so sehr? Die Arbeiten um das Haus sind soweit alle erledigt. Jetzt müssen halt die ganzen Handwerker ran. Und wir müssen noch den Müll aus den Bäumen fischen. Also da sind ja ein paar Bäume umgefallen. Aber ansonsten haben wir alles gut erledigt. Ohne Elf hier den nächsten ein. Tu es. Alles gut. Also, ich danke dir, dass du mir dein Beileid schenkst. Was heißt, die falschen Leute, das wünschst du keinen, dass einfach das Haus von denen umgespült wird, beziehungsweise geflutet wird. Das kannst du keinem wünschen. Aber vom Prinzip her hast du da auch schon irgendwo recht. So, Noel, einen hast du noch. So, zwei Typen müssten hier noch irgendwo rumrennen. Oh ja, darauf habe ich mich schon gefreut. Ich darf jetzt Noel einfach hier zu zwingen. Denn da hängt es wirklich von der Person ab. Ich weiß wie. Los, beweg dich.
friere es einfach weg. Los. Du willst ja alles einfrieren. Alles ist in Ordnung. Jetzt friere alles weg. Ja? Nein. Ich weiß nur eins. Los, mach deinen Job! Los! Wie gesagt, es ist ein hartes Schicksal. Es gibt ja Leute, die hat sogar noch viel schlimmer als mich getroffen, die ihr ganzes Haus verloren haben. Na, du hast es geschafft, Noel. Du bist halt meine Puppe. Du hast zu tun, was ich dir sage, Noel. Ich fühle mich gerade richtig gemein. Ja, aber das wird auch nicht so schnell nochmal passieren. Man muss bedenken, das war eine Jahrhundertflut. Ich habe sie wieder stärker gemacht. Da geht mein Beileid natürlich raus. Ich weiß ja, wie das ist. Da läuft eine Maus! Hier sie weg! Ja, ich bin der große Käse. Och nö, die Maus, die hasse ich, weil sie einen verfolgt. Es ist auch die einzige Kreatur in diesem Spiel, die auf Deutsch geschrieben ist. Au. Au. Tornados hat es in Deutschland eigentlich schon recht häufig gegeben, nur sind die meistens dort, wo keine Menschenseele ist. Wow, schon auf 400 jetzt. Hey, du bist ein richtiges Monster. Oh, da ist ja die nächste Maus. Komm, jetzt fliegen wir mal von unten nach oben. Und wieder einer weg. Hey, das mit der einen Maus war jetzt richtig knapp. Also, ich werde an die Worte denken, aber ich werde das jetzt auch nicht überdramatisieren. Ich muss mal nur L heilen, die hat nur noch 11 HP. Die wird zwar stärker, aber das heilt sie nicht. So. Ich sollte vielleicht auch noch vorher noch ein paar Bagels kaufen. Ist ja nicht so weit zurück, oder? Ach, guck mal, wenn man schon davon redet. Ich hab noch nicht hier lang genug Twitch gemacht, dass ich hier diese Sub-Option überhaupt habe. Das kriegt man erst so ab einem bestimmten Status. So, Noel, ich wünsche dir viel Spaß. Friere es weg. Friere es weg. Los, friere es weg. Schafft alles allein. Jedes Mal, wenn sie was alleine schafft, wird sie stärker. Ich weiß gar nicht mehr, was wir mit ihr gemacht haben. Wenn ich ihr was sage, dann kann sie einfach nicht Nein sagen. Das ist eine gute Sache, Leute. Egal, was jeder sagt. Und ich weiß, dass das gemein ist. Aber bin halt noch nicht fame genug auf Twitch. Sagen wir es mal so. Aber momentan nehme ich bei YouTube irgendwie ein bisschen zu.
Ja, morgen spielen wir dieses Enten-Imposter-Spiel. Braves Mädchen, du hast es weggefroren. So, das ist, glaube ich, der letzte, den ich umbringen muss. Ja, das Spiel sah echt lustig aus. Wir streamen das ja auch alle morgen. Hallo. Ja? Heute schon ein bisschen gefroren? Sollten mal echt ein paar Jacken für sich einpacken, dann frieren die nicht so schnell ein. Das musst du die Akadari-Jungs fragen. Weil ich weiß nicht, wie viele bisher mitmachen. Ich weiß halt, dass Dave mitmacht. Dass Yannick und Sven mitmachen. Dass Pal mitmacht. Du machst ja offenbar vielleicht mit. Ich bin dabei. Machten, glaube ich, schon mal sechs. Und von mehr weiß ich halt nicht. Ich könnte allerdings noch Sunny noch mit dazu holen. Weil der andere Kollege, den ich gefragt habe, der kann nicht. So, jetzt fähre ich die weg. Oh, ich mache schon richtig viel Schaden. Nein! Immer diese Pop-ups! Oh, und warum schickst du mir die? Sorry, ich konnte mir den Joke nicht verkneifen. Und noch ein Bagel. So, ich weiß bis zu einem gewissen Punkt. Okay, ab hier muss ich jetzt wieder zurück zu der Mülltonne. Weil ab hier kommt jetzt kein Gegner mehr. Ich habe jetzt alles weggefroren, was geht. Ich kann aber so auf den Weg gucken, ob ich irgendeinen übersehen habe. Aber momentan sehe ich keinen, den ich vergessen hätte, tief zu frieren. Mein Kühlschrank wird hinterher voll sein, wenn ich die alle mitnehmen würde. Ich weiß, dass Dave mich immer für sus erklärt. Also, wenn Dave einen auf Detektiv macht, bin ich immer der, der durchs All fliegt. Wenn ihr Dave in der Ecke tot liegen seht, dann war ich es. Weil das ist dann meine Rache gewesen. Das ist der Ring, den ich brauche. Ja, gib mir den Ring. Ja. Ich hab den ultimativen Ring. Hier, bitte, Noelle. Ich habe ihr den Tornring angelegt, ne? Ich liebe die Soundtracks in dem Spiel. Am allermeisten den mit den Spam-Typen und hier von der Cyberworld. Die beiden Soundtracks finde ich richtig geil. Die werde ich mir auch noch downloaden. Weil die sind einfach nur nice. So. Gleich kommen wir zu der Stelle, wo Birdly auftaucht. Werden im Übrigen jeden Stream zu diesem Spiel auch noch auf YouTube hochladen. Da ist er ja. Nein, wir werden nicht zur Queen gehen. Noelle, was ist mit ihr nur los? Noch ein Gegner zum Einfrieren. Sie weiß schon, was ich denke. Ja, sag ich doch. Sie will ihn einfrieren. Noelle? Nein. Sie erkennt dich nicht mehr. Hä? Birdly? Noelle macht alles richtig.
Ja. Wir werden stärker. Wir frieren sie allein. Los, erfülle deine Aufgabe. Frier ihn weg. Du wirst mich nicht aufhalten. Lauf weg, sagt sie. Warum nimmt sie an Leben ab? So, bei dem Kampf muss ich jetzt Snowgrave einsetzen. Das Schöne ist, man kann ja so richtig gut TP sammeln bei dieser einen Attacke. So, TP ist voll. Es braucht nämlich 100 TP. Sollte vielleicht mal alle heilen gleich. Los, Snowgrave. Sie kennt diesen Spell nicht. Noch nicht. Nutze ihn. Nutze ihn. Du weißt, du willst es. Töte deinen besten Freund. Der Titel, beziehungsweise die Beschreibung, passt einfach noch perfekt. Los, tu's! Noel, töte ihn! Nice! Wir haben es getan. So viel Schnee. Ich konnte nichts sehen. Hey? Sie wird jetzt nach Hause gehen. Sie hat keinen Bock mehr. Sie hat ihren besten Freund gerade tief gefroren. Das nur dank mir. Evil Shining ist auf Tour. Ich fühl mich scheiße. Ich hab sie gerade dazu gebracht, ihren besten Freund umzubringen. Beziehungsweise ihn tief zu frieren. Die fröhliche Musik ist jetzt auch komplett weg. Ab hier gibt's kein Zurück mehr vom Genocide. So. Wir gehen da rein. Boden, bist du noch da? Offenbar nicht. Seine letzten Worte waren, Dave ist sus. Und diesmal sind wir direkt am Schloss. Ich bin hier. Ich habe einen längeren Weg genommen. Sogar Susie hat sich um mich gesorgt. Das ist mal was Neues. Mir geht's gut. Lucia kann jetzt auch heilen, ne? Nein, bist du nicht. Ja, versuch's. Guck mal, da ist Ruxel. Ja, das war mal Ruxel. Das ist der echte Ruxel. Die können ja nicht in der Welt von anderen leben. Ja. Die gehören einfach nicht in die Welt von anderen. Und deswegen werden sie dann zu Stein. Ja, wir könnten ihn mitnehmen.
So, wir können nicht durch die Tür zurück. Das kommt man nur beim Pazifist. Weil sind ja jetzt alle tot. Kann ich hier unten noch irgendwas mitnehmen? Nein. Okay. Das war der Big Shot. Irgendwie eine Art hieß der Dude. Nee, Spamton. Jetzt erinnere ich mich. Der hieß Spamton. So, da kann ich nicht lang. Links kann ich natürlich auch nicht lang. Ich kann nur durch den einen Weg. Was willst du? Die sind alle im Café drin. Merkt ihr auch was? Die Bilder sind diesmal nicht von der Queen, sondern von Spamton. Ich war auch schon mal besser. Die Attacke mag ich nicht so ganz. Zack. See me rolling, the Hayden. Aua. So, hau dein Rootbuster raus. Pam. Nein! Die Maus, die mag ich nicht. Das war mein Boss, ne? Jetzt hauen wir den einfach weg. Der einzige in diesem Schloss, der nicht tiefgefroren wird. Weil Noel nicht bei uns ist. Au. Au. Besiegt. Jetzt sind wir stärker geworden. Ein Bild von Spamton ist zerschreddert. Aber richtig hart. So. Was seid ihr? Die Bees. Einmal checken. Was genau macht ihr? Explodieren! Das sind Spamton! Es bringt mir nichts, die Dinger zu berühren. Scheibenbrot! Nee, es macht mehr Sinn, sich zu verteidigen. Weil das sind Minen. Man merkt auch hier, der Raum ist jetzt komplett anders. Verdammt, ich hab's berührt. Kannst du mich mal kurz heilen? Danke. Okay, so nicht. Ruhig. Verdammt! Wo ist sie? Hier! Hilfe! Och, come on, ich hab's nicht mal berührt. Au. Ich bin aber auch ein Trappeltier. Der Genocide geht deutlich schneller als der Pazifist. Muss man einfach mal gesagt haben. Jetzt, come on!
Okay, ich bin durchgekommen. Bampton lässt seine Bomben los. Bampton ist der Sense dieser Welt. So, das sind auch Bomben geworden, in die ich nicht rein will. Aua. So, hier bin ich vorbei. Hier ist dieser riesige Queen-Roboter. Hallo. Task-Manager. Wir hatten auch schon lange nicht mehr das Vergnügen, ne? Interessiert mich ein Scheiß mit deiner Katze. Ich verklopp die einfach. Einer sogar perfekt. Ich glaube, es ist schlauer, sie zuerst umzubringen, tatsächlich. Zack. Interessiert mich nicht, ob ich böse war. Ich bin gerne böse. Das ist mein einziger Lebenszweck. Ich hasse diese Attacke. Ich lasse Watz jetzt einfach mal tot da liegen. Aua. Gut, basta. Aber wenigstens gibt es diesmal tatsächlich einen Genocide. Aua. Nein, ich habe nicht genügend für den Prayer. Defense, Attacke, Heal. So, wieder stärker geworden, ja. Einfach nach oben. Aua. Beim letzten Mal hat diese Taktik funktioniert. Ich glaube, ich kann mich zurücklehnen. Doch nicht. Ich habe halt auch mega viel jetzt damit geskippt. Oh, hi. Ich habe irgendwie kaum noch Leben. Hier kann das Star Candy haben. Also wenigstens ein bisschen Leben. Solo bist du nicht so unbedingt die Gefahr. Warte. Damit Watsi healen kann. Erstmal Watsi heilen. Aua. Watsi, heil dich. Und danach heil mich. Ich bin scheiße im Ausweichen. Ich hab gewarnt, dass ich scheiße im Ausweichen bin. So, das war wichtiger. Ich war mal besser.
Aua. Heil dich, Susi, und du heil dich. So, ich habe maximale TP. Gut, basta, weil der Ultimate Heal bringt nichts. Heil dich erstmal selbst, oder sie? Ist wichtiger. Und Chris ist schon wieder da und verdammte Kacke. Heil erstmal Susi. So. Heal Prayer auf Chris. Wenn er jetzt nicht viel Leben dadurch hat. Bam. Ich muss auch mal Schaden austeilen. Oder sie erstmal dich selbst heilen. Das ist wichtiger. Susi macht den Schaden. Muss halt jeden umbringen. Das ist die Voraussetzung des Genocides. So, jetzt kann ich Chris heilen. Denk mal einmal noch, dann haben wir es. So, Chris nochmal heilen und mit den anderen beiden zuschlagen. Wir holen halt das Maximal raus. Das war eine Abkürzung, brauchen wir noch nicht. Das ist die andere Abkürzung. Ich würde halt lieben gern noch vorher Items holen, aber kann ich nicht. Ich habe keine. Wir müssen mit dem auskommen, was wir gerade haben. So. Hä? Das ist Noels Haus. Chris? Ist da Noel überhaupt drin? Noel ist wahrscheinlich gar nicht drin. Ich bin AFK, Leute. Susi? Was? Was? Ich? So, und jetzt ist es einfach so, als wäre es wie beim Pazifist, dass sie miteinander geredet hätten. Ich guck erstmal links. Kann ich gar nicht hin. Okay, hat sich damit erledigt. Geh weiter, ich hab verstanden, Spiel. Hier ist jetzt wieder dieses lustige Minispiel. Könnte natürlich auch, wie ich es gerade mache, einfach durchsprinten. Einfach durch. Earthly existiert nicht mehr.
So, und da ist Queen. Ich meine, die spricht jetzt auch anders. Ja, wir wissen ja, wie das funktioniert, durch das Ende des Pacifist Runs. Ne, hier ist immer noch alles wie gehabt. Ja, und hier bin ich. Immer noch leer in meiner Quest. Sie kann ihr nicht helfen. Muss sich ausruhen. Ist der Vogeljunge? Der ist weg. Den haben wir tiefgefroren. Gekommen, um ihr zu helfen. Ja. Ja, sie hat schon zu viele ihrer Kräfte entfesselt. Und dafür sind wir verantwortlich. Der Riesenrobo. Keiner. Wien, warum? Warum willst du das so sehr? Ja. Die ganzen Geysire, warum will sie es so sehr? Was ist damit? Ja, und jetzt weiß man hier wieder, hier die Geschichte, was passiert, wenn zu viel von denen geöffnet wird. Alle Dunkelheitslebewesen werden zu Statuen. Alle Lichtkreaturen werden im ewigen Chaos versinken. Und das wusste sie nicht. Sie wusste das nicht. Sie wollte ja nur hier Noelle helfen, aber das ist ja fehlgeschlagen. Jetzt dürfen wir ihn einfach schließen. Irgendwie stimmt hier was nicht, ne? Da fehlt doch noch was. Warte. Ja, es muss ja nicht Chause heißen. Ja, und jetzt kann sie mit in unsere Welt. Vielleicht wird sie sogar Noelle wieder treffen. Wirklich? Ja, vielleicht. Ja, sie ist hin und wieder ein nettes Mädchen. Hm? Ich soll jetzt den alleine verschließen. Und was sie will ihr über die Stadt erzählen. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Bitte sagt, dass ich an dem Ding noch mein ganzes Inventar auffüllen kann. Ja, ich kann mein Inventar füllen. Mache ich natürlich auch. Ich kann zwar noch mehr kaufen, aber mehr brauche ich nicht. Bringt mir auch nichts. Weil jetzt geht's ans Eingemachte. Ich speichere nochmal ab. Wir kommen jetzt langsam an den Ende des Genocides. Aber da kommt noch was. Als ob die ganze Seele leuchten würde. Nicht! Bampton! Nur die Secret-Boss-Version.
Lass mich Danke sagen. Nur wegen meinen schlechten Taten wurde er zu Neo. Jetzt ist es seine Welt. Seine Stadt. Warum soll ich dem Gazier stehen wollen? Okay. Um ihn einfach in die Gameshow hier reinzuschmeißen. Den habe ich nicht ganz verstanden. Ja, ich soll das einfach vergessen. Ich soll meinen Weg hier raus bezahlen. Mit meinem Leben soll ich bezahlen. Die letzte Bastion. Ich kann mich so einmal heilen und ich kann richtig hart Schaden austeilen. Okay, ich finde nirgendwo mehr Stärke und Verteidigung. Scheißendreck. Den Song finde ich sogar nochmal geiler als den anderen. Oh, ich muss kaputt schießen! Ich habe einen Shooter vor mir! Ich habe nichts gereist. Erstmal heilen. Ich hab einfach nur gekauft. Ich muss kaputt schießen. So, warte mal. Wir machen jetzt erstmal das. Tension Bit. Hilfe! Die Attacken werden richtig schlimm. Ich bin tot. Das lief super. Natürlich machen wir weiter. Let's go! Diesmal machen wir es richtig. Unser letzter Boss. Ich werde dich vernichten. Diesmal weiß ich ja, dass ich schießen muss. Okay. Hier gibt es keine Gnade. Spammen, ich werde dich vernichten. Oh, ich soll Z halten, um einen großen Schuss abzufeuern. Oh, der macht bestimmt richtig gut Schaden. Ja, der macht gut Schaden. Zack. Ich behandle dich auch nicht wie die EC. Ich mach dich fertig. Hä? Wie ist es für mich? Aua. Aua, die explodieren, wenn sie hier reinkommen. Aua. Ich habe da ein bisschen was falsch gelesen. Das Tension Bit macht nur, dass die TP links höher gehen. Sollte ich also direkt zum Start des Kampfes nutzen? Ich habe zwei gleichzeitig. Oh nein. Ja, wieder zwei gleichzeitig. Hacke! Von hier.
Ich habe sie verändert, ja. Bleib da hinten, verdammt. Akatari, gib mir Kraft, bitte. Natürlich brauche ich nicht. Du hast eine echt schöne Nase. Aua. Und schon wieder tot. Mann, habe ich daneben geschossen. Au, au. Au. Bam, wir könnten das friedlich lösen. Hilfe! Mann! Ich riech kalte Kotzen mit dem! Ich guck, dass erstmal ein Körperteil kaputt geht. Ich baue den Mega-Heal! Okay, jetzt rastet's aus. Okay, wieder hierhin. Wieder hierhin. Oh. Wie habe ich das ohne Schaden geschafft? Nee, Defend, ich brauche die TP. Ich brauche die zum Heilen. Erstmal aufs Auge. Okay, es ist Fratze. Okay, jetzt kann ich auf das Maul gehen. So, hier. Und von der Schreibart würde ich sagen, Yannick ist im Chat und nicht Sven. Ach nö, nicht die Phase schon wieder. Bin ich da nicht gerade eben gestorben? Bleib doch da hinten, verdammt! Nein, als ob ich nicht genügend dafür habe. Ich bin nur noch habe hier hin. Okay, zwei gleichzeitig getroffen. Ich krieg jetzt wieder einen ab. Kacke! Oh. Halleluja, das ging gerade noch so gut. Oh. Okay, das wieder. Ist es nicht mal wie bei Metatron, dass wenn man die Bomben sprengt, dass es direkt den Rest mit wegsprengt? Das ist doch Rotze. Einfach schießen und hoffen, dass er nicht trifft. Er darf nicht mehr treffen, er darf nicht mehr treffen. Nein! Ja, ich sollte aufhören, auf den Tisch zu schlagen, bevor meine Nachbarn kommen. Ich gehe, glaube ich, erstmal auf die Nase, damit ich die Mitte frei habe. Mann! Wo ist das traurige Shining? Da. Hilfe! SOS! Okay, ich wollte zuerst das Auge zerstören. Und jetzt gehe ich einfach nur noch auf die Defense. Danke fürs Anfeuern. Ich brauche das. Ich kann nicht auf vorne und unten oben gleichzeitig achten. Das klappt bei mir nicht. Nein, damit die eins durchkommen. Heilen, 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 heilen. Aua, aua. Mann.
Ich... Nein, ich hab das Falsche gedrückt! Ich wollte nicht checken, ich wollte heilen! Nein! Was ist mein Ende? Wie auch immer ich überlebt habe. So, diesmal gehe ich auf Auge. Weil das Auge ist schlimmer als die Nase. Als ob der mir 45 auf einmal abgezogen hat. Ich lebe noch. Das unten macht so viel Schaden. Mann! Ich weiß jetzt, wie sich Schwemmbar Rayquaza gefühlt hat. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Oh. Ein Treffer mehr, nein! Meine Psyche wird auf ewig zerstört hier. Annick, du wolltest, dass sie auch den Schwennheimer spielen lassen, habe ich gehört. Der würde sich freuen, habe ich gehört. Der würde uns nicht in den Tod wünschen. Ja, ja, ich weiß, es ist für mich. Nein! Nein! Ich will das nicht. Bei mir fehlt gerade irgendwie der Lerneffekt bei dem Gegner. Aua. 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 Hier, bitte. Ich wein gleich. Oh. 75%, ich mach Fortschritte. Noch eine Phase hiervon. Ich werd wahnsinnig. Nein! Aua. Wohin hätte ich ausweichen sollen? Ich versuche, zum einen darauf zu achten, wo ich hinschießen muss und gleichzeitig, wo ich nicht ausweichen muss. Das ist nicht so einfach. Oh. 42% habe ich ihn. Hier bin ich halt eben gestorben, das weiß ich noch. Emi ist das voll. Jetzt sind das drei von den Dingern. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Weißt du, immer wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden, ne? Weißt du was, Bampton? Du hast für heute gewonnen. Ich bin müde, ich bin gebrochen. Ich mach dich ein andermal fertig, aber nicht mehr heute. Den Kampf hast du gewonnen.
Ich kann nicht mehr. Das schaffen meine Nerven nicht. Diese Musik, die war in meinen Albträumen, ne? Okay, ich weiß ja, wie es anfängt. Erstmal Tension Bit. Und mit Z schießen. Ne. Oh, okay. Noch geht alles gut. Zack. Ja, ich weiß. Aufpassen, nicht die Bomben. Ja, Big Shot. Dieser Song, der hat sich die letzten Tage in mein Gedächtnis gebrannt. Ich sehe einfach meine Attacken. Au. Leute, das ist doch die Easy-Phase. Okay. Vernichtet. Puh. Einmal ein X-Slash. Ich habe übrigens mich informiert, es soll einen kleinen Trick geben, wenn man F1 drückt, dass man einen Heal kriegen kann. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Wenn ja, werde ich fluchen. Weil den hätte ich dann gerne früher gewusst. Back. So, einmal ausprobieren. Werde ich bei F1 jetzt wirklich geheilt? Kann ich das mehr als einmal machen? Nein. Aber ich probiere mal in der nächsten Runde, ob es trotzdem nochmal geht. Erstmal defenden, weil ich TP brauche. Das ist natürlich eine meiner Lieblingsphasen. Aua. So, nochmal prüfen. Nein, diesen hier kann man nur einmal einsetzen. Aber so weiß ich wenigstens, dass ich mich einmal healen kann, ohne dass ich ins Inventar muss. Okay, das hilft mir ein bisschen. Ein bisschen, nicht viel. Warte, warum gehe ich auf die Nase? Der Mund muss geschrottet werden. Ich brauche stets 32 noch, dass ich mir einen Ultra hier geben kann. Ich mach dich heute fertig. Noch ist er ja in der Billo-Phase. Noch. Er strengt sich noch nicht an, mich zu zerstören. Bitte kennt mir doch nochmal sowas. Mega Heal. Ja. Du ruhig weiter. Mist! Der Arm fängt gut an. Okay, die kommen beide Male von oben. Nein! Kann ich wenigstens gleich mal ausprobieren, ob man das auch mit in der Attacke machen kann. Ja, ich weiß, da kommen wieder meine Lieblingsbällchen. Besser, ich fange die so, als dass sie anders kommen. Ein HP! Leco mio. Ich will kein Big Shot sein, ich will leben. Ich lebe noch. Die Macht der Entschlossenheit lässt sich nicht so leicht brechen. Spammen. Oh. Oh, ich darf mal ausruhen, weil ich das Teil kaputt gemacht habe.
Okay, auch mit einem Angriff komme ich auf die 32. Man kriegt pro Angriff 5%. Nein! Okay, Fight. Ab einem bestimmten Punkt ist man gefühlt nur noch am Heilen. So, jetzt macht er damit sein Streufeuer. Er darf mich nicht treffen. Ich darf nicht getroffen werden. Ich spreche es aus die ganze Zeit. Und es passiert trotzdem. Ich will es doch nur schaffen. Ach, die regeneriert sich. Willst du mich eigentlich verkohlen? Ja, dann sollte ich eigentlich einfach das am wenigsten Schlimmste, das ist glaube ich die Nase, einfach am Leben lassen, um dann in der Phase nur TP zu sammeln. Okay. 35%! So weit war ich noch nie! Das ist die Phase, die ich hasse. Das ist das Weiteste, was ich bisher je geschafft habe. Nun, es bleibt doch dabei! Immer 35%! Mann, Shining, hör auf, die scheiß Bomben abzuschießen! Du tust dir selber einen Gefallen! Du schießt da halt nur rein, weil du irgendwie versuchst, noch hoffentlich da durchzukommen und dann triffst du aus Versehen die Bomben! Keine Worte dazu. Wie ich kann den leichter machen? Wenn du jetzt diesen einen Heal meinst, den ich mit F1 machen kann, von dem weiß ich schon. Wie hat mich das nicht getroffen? Kann ich gleich mal ausprobieren. Warte mal, 66, 120 Halt, ja komm, es lohnt sich noch. Okay, dann halte ich mal Enter gedrückt. Oh! Ja, danke für den Tipp! Aber irgendwie wird es dann mit dem Steuern ein bisschen schwer. Funktioniert das auch andersrum? Ich kann Z gedrückt halten und mit Enter dann rein spammen. Funktioniert das auch? Was passiert dann? Will ich das wissen? Nee, das funktioniert leider nur in die andere Richtung. Aber ich behalte es mal im Hinterkopf, weil das kann mir hinterher helfen. Siehst du, das bepärt sich. Ich habe mich gerade nur auf den Angriff konzentriert. Okay. Geh gleich in die Ecke und wein. Ja, aber was empfiehlt sich da? Auf F1 geht das einmal. Man kann das aber wirklich nur ein einziges Mal im Kampf machen. Warum auf W? Nee, mir fällt eine bessere Methode ein. Ja, schade, geht nicht. So.
Dann habe ich das wenigstens beides auf der gleichen Seite. Mal gucken, ob das funktioniert. So. Ich probiere es einmal so. Dann kann ich das vielleicht rein spammen. Ein Versuch ist es wert. Wo warst du am Donnerstag? Na 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 na. Ja, aber nicht in meinem Stream, da hätte ich, glaube ich, mehr gebraucht. Das klappt doch wunderbar. So kann ich viel besser ausweichen. Bleib da hinten. Ich bin so dankbar für die Tipps. Das ist die Phase, die ich hasse. Und die ist jetzt so leicht geworden. Ich weiß absolut nicht mehr, was jetzt hier kommt. So weit war ich noch nicht. 25%. Ich schaffe es heute. Was? Ist es für ihn? Hä? Warum hat er sich gerade selbst ins Gesicht geschossen? Ich habe da jetzt auch nicht bedingt einen Spoiler gesehen. Also, dass da noch was kommt. Klar. So, ich verteidige lieber. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ja, ist gut. Okay, 9%. Komm, jetzt geh down. Ist er tot? Ja, ich will deine AP vernichten. Ich will dich nur endlich im Grab sehen. Ja. Okay, Neo Never Loses, was ist das? Was? Ja, Melaton Neo war dafür bekannt. Er hatte sehr, sehr hohe Verteidigung, aber trotzdem war er mit einem Schlag tot. Ich habe gerade null drauf geachtet. Aber der macht doch jetzt kaum noch Schaden, oder? Ich will erstmal versuchen, einen Angriff. Als ob ich nur noch 10 mache. Dann mache ich lieber Acton. Was sie? Ja, ich hoffe es zumindest. Atzi! Ja. Ich bin nicht allein. Ich bin niemals allein. Ich hab den Chat. Susi! Komm du wenigstens! Warum lasst ihr mich alle im Stich? Susi, bitte! Ich ist doch klar, dass ich um Hilfe rufe. Ich mach keinen Schaden mehr. Nee, die hat man tatsächlich nicht umgebracht. Wazi und Susi bringt man im ganzen Spiel nicht um. Warum kann ich Noelle rufen? Noelle, hilf du mir! Ich hab dich das ganze Spiel über benutzt, um jeden umzubringen.
Jetzt hilf mir! Bitte! Ja! Wenigstens einer, der mir hilft! Hab ich's geschafft! Ist er tot? Also ich bin dankbar, Kap, weil deine Tipps waren Gold wert. Ich hab gewonnen. Oh, da muss man sich erstmal zurücklehnen. Ich hab gewonnen. Ich hab ihn besiegt. Wir sind wieder im Computerlabor. Oh Gott. Kann das bitte einer klippen? Endlich. Ein Daumen hoch. Für alle, die zugeschaut haben. Die nie an mich gezweifelt haben und nie aufgegeben haben für mich. Nein, das war kein Traum. Birdly, hast du eingefroren? Warum liegt der eigentlich da? Ich hätte ihn sonst nie geschafft. Mal ganz ehrlich. Bei dem, was da am Ende kam. Also klar, nach der einen Phase, da kam offenbar nicht mehr viel. Aber man muss auch bedenken, dass ich wesentlich mehr Schaden so gemacht habe. Also nur deswegen habe ich ihn so früh fertig gemacht. Der Kampf wäre sonst wahrscheinlich noch bis morgen gelaufen. Für den schweren Mann... Ja. Da hätte ich einfach viel zu lange gebraucht. Da wären wahrscheinlich noch 3 Streams drauf gekommen. Ich bin einfach nur froh, ihn überhaupt besiegt zu haben. Allein das mit dem Heal war ja schon ein bisschen leichter. Aber das hat mir auch nicht viel geholfen. Und selbst mit dem Easy-Mode, wie du es gerade beschreibst, habe ich trotzdem, glaube ich, mehrere Versuche gebraucht. Spamten haut halt richtig rein. Ich bin einfach nur glücklich. Ist mir egal, ob ich im Easy-Mode gewonnen habe, Hauptsache gewonnen. Also, in der schweren Version, das würde ich mir niemals antun mehr. Ich habe am Donnerstag den Kampf mit ihm nämlich normal gehabt und da habe ich locker über 100, 200, vielleicht sogar 300 Versuche gebraucht und ich habe ihn nicht einmal down gekriegt. Ja, dein Traum war ein Albtraum. Finde ich nicht. Du hast alles richtig gemacht. Was ist am Ende passiert? Du hast jemanden tiefgefroren. Er wird, glaube ich, nicht aufwachen. Ja, der hat ein bisschen zu viel gelernt. Und du hast ihn tiefgefroren. Der lebt, glaube ich, nicht mehr. Was machst du da, Noel? Selbst im Genocide One fragt sie das. Ja. Ich hab sie zerstört. Dass ich ins Krankenhaus gehen muss, das weiß ich noch. Ich hab mich ein bisschen über den Mann informiert, aber über Spamten nicht im geringsten. Das kann man jetzt als Spoiler ansehen. Das ist jetzt ein richtig harter Spoiler eigentlich. Dass du mir die Unterschiede nennst. Na dann, lass uns hier gehen. Da schließe ich mich doch gleich an. Ja komm, dann gucken wir erst in der Besenkammer. Ich denke mal nicht, dass mit Birdly reden irgendwas gebracht hätte. Ja, ich gehe gleich nur nach Hause.
Aber ich darf wieder mit dir laufen, ne? Wenn ich aber entscheiden kann, ob ich einen Genocide oder einen Pazifist irgendwo machen kann, dann nehme ich aber eigentlich immer den Pazifist, ne? Also, diesen Run habe ich jetzt eigentlich nur gemacht, weil ich den auch mal sehen wollte und Zuschauer wahrscheinlich auch. Es ist lustig, aber es ist auch anstrengend. Ja, deine Leute sind nicht hier, ne? Ja, hier leben recht wenig Leute. Nur leider sind deine Leute nicht hier. Die sind Eisblöcke. Naja, Taskmanager nicht. Die habe ich ja verdroschen. Weil da war nur er nicht bei mir. Hauptsache, Trashy hat überlebt. Mein Seelenverwandter. Das scheint Queen aber nicht zu freuen. Naja. Dann gucken wir mal. Die wird doch jetzt bestimmt auch, wenn wir bei der sind, was anderes sagen. Ich kann natürlich jetzt das abspeichern, mache ich aber nicht. Vielleicht versuche ich mich nochmal irgendwann an dem heftigen Mann. Ja, gönn dir den Kuchen. Jetzt war auch gern was abgehabt, aber musst du ja wissen, Susi. So. Hier, letztes Mal lag sie auf dem Liegestuhl. Ja, du kriegst einen tollen Raum. Den sehen wir wahrscheinlich, wenn erst im Chapter 3. Ja, Noel ist ein bisschen verstört durch das, was ich hier angetan habe. Wie gesagt, ist es mir egal, ob es ein Easy-Mode war. Ich bin nur froh, dass ich diesen Kampf geschafft habe, weil letztes Mal habe ich, glaube ich, wirklich 2 Stunden am Stück den versucht. Auch mit den 50 Minuten mindestens, die hier waren, das waren 3 Stunden, die ich versucht habe, ihn umzubringen. Und das hat im Normal nicht geschafft. Also ich habe es im Normal nicht geschafft. Selbst als ich über diesen Heiltrick wusste, bin ich trotzdem sehr oft verreckt. Das sagt eigentlich aus, wie schwer dieser Kampf ist. Ach, die spielt auch ein paar Videospiele. Bist ein braves Mädchen. Eisschock? Das war die Attacke, womit sie jeden umgebracht hatte. Die ist halt zu sehr an Eis gewöhnt, dank mir. Also, hier verstehe ich den Hintergrund, warum die so sich verhält. Weil ich habe sie ja in der anderen Welt hier kontrolliert, dass ich sie jeden umbringen ließ. Du hast viele umgebracht. Das war kein Traum. Ja, der ist auch eingeschlafen und ich bezweifle, dass er wieder aufwacht. Ich bin auch schon mal von einem PC tatsächlich eingepennt. Und auch einmal von der Konsole. Da habe ich mit Freunden zusammengespielt. 2 von der Sorte. Wir haben so ein Panzerspiel gespielt an einer Konsole. Und dann bin ich einfach mit dem Controller in der Hand eingeschlafen und dann lag ich mit dem Kopf auf dem Controller. Ich habe nichts bemerkt. Ich bin einfach weggenickt. Das war aber auch Jahre her, also so 7, 8 Jahre ist das her, dass das passiert ist.
Ich genieße gerade einfach nur noch. Ja, ruh du dich aus. Überhaupt nicht bemerkt, dass wir da waren? Das ist Susi. Sie hat ihm natürlich sehr viel erzählt, ne? Schau, Noel. Bin ich mein Pazifist gar nicht reingegangen, fällt mir gerade auf. Aha, so ein Vater bist du. Geht's dir gut? Ich frag mich, was für eine Krankheit der hat, dass der hier im Krankenhaus liegt. Beziehungsweise was für eine Verletzung. Was hat er denn über Noel zu erzählen? Ja, was ist mit ihrer Mutter? Okay. Schwieriger Haushalt. So, was kannst du über Susi sagen? Sie kann nett sein. Welche Filme laufen in dem Spiel denn überhaupt? Okay. Jetzt fehlt nur noch Current Situation. Mehr Tests. Ich will wissen, was hast du denn? Okay. Hat offenbar nicht mehr zu erzählen. Okay, die beiden wollen miteinander reden. Ich? Ah, ich gehe zu Noel, die über ihren Traum redet. Das war kein Traum. Das war nicht ich, also nicht Chris. Ist die Szene jetzt genauso creepy wie das Ende? Also bei Deltarune, das Ende finde ich jedes Mal aufs Neue creepy as fuck. Ich bin eine merkwürdige Gestalt, ich weiß. Ich gehe immer noch auf die Theorie, dass er eine gesplittene Persönlichkeit hat, also eine Persönlichkeitsstörung. Oder anders ausgesprochen, Schizophrenie oder wie das ausgesprochen wird. Der Name der Krankheit ist ja selber ein Zungenbrecher. Um dich zu sehen. Schon sehr lange. Nur ich und niemand sonst. Weil das kein Traum war. Okay, und so sie wurde von Noel hier zugekleistert, also über Noel. Ich hab sie nur erinnert, dass das kein Traum war. Ich bin schon gespannt, wie Chapter 3 darauf zurückgreift. Nee, du bist diesmal tatsächlich unschuldig. Ich
bin immer enthusiastisch. Du siehst doch meinen Gesichtsausdruck. Ja, und ab hier weiß ich selber, das hättest du mir gar nicht spoilern müssen. Nee, aber allein durch die Tatsache, was du, du mir sagst, Krankenhaus und Besenkammer, ich lese das jetzt erst gerade, dass das Unterschiede sind. Das ist schon teilweise ein Spoiler. Auch wenn du nicht drüber genau redest, zu sagen, was Unterschiede sein können, ist ein Spoiler. Auch wenn es nun geringer ist. Würdest du noch weiter drauf eingehen, also jetzt kannst du das eh tun, dann wäre es richtig harter Spoiler, dann hätte es sogar sein können, dass ich geblockt hätte. Aber war noch in einem Bereich, der in Ordnung war. Auf jeden Fall, ich weiß ja selber, dass jetzt hier keine Unterschiede mehr kommen, deswegen laufe ich jetzt auch nicht weiter rum. Ich bin nur froh, dass ich es endlich geschafft habe. Wie gesagt, 3 Stunden Kampf war das, 1 Stunde heute ungefähr, 2 am Donnerstag. Das war mega anstrengend. Muss nicht nochmal sein. Das Schöne ist ja, mit jedem Chapter von Deltarune kommen neue Gegner hinzu und der Bossgegner wird ja jedes Mal heftiger. Beziehungsweise der Secret Boss. Ich würde das halt auch als ein Secret ansehen, weil man bei den Snowgrave Run auch nicht sofort drauf kommen würde, dass es den gibt. Also ohne Internet, beziehungsweise ohne Spoiler auf YouTube, hätte ich davon auch nie erfahren, dass es den überhaupt gibt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei Chapter 3 ein Boss kommen wird, der einen noch mehr auf die Palme bringen wird, als es Bampton getan hat. Vor allen Dingen, das werden ja noch 7 Chapter insgesamt. Und das kann noch richtig interessant werden. Vor allen Dingen, vielleicht werden wir dann endlich mal aufgeklärt, was es mit Crisp doppelter Persönlichkeit auf sich hat. Ob das Spiel noch auf den Snowgrave Run hier zurückgreift, wenn man den Spielstand irgendwie davon laden würde beim Chapter 3. Oder ob das Spiel dann einfach sich dann denkt, komm, der hat eigentlich Pazifist gemacht, wir machen einfach da weiter. Das sind halt Fragen, die sich jetzt gerade stellen und erst mit dem nächsten Chapter beantwortet werden. Aber ansonsten fand ich Chapter 2 jetzt richtig interessant. Ich werde jetzt nicht den normalen Genocide nochmal machen, weil das vom Prinzip her eigentlich genauso wie bei Chapter 1 nur ein Bad Guy Run ungefähr ist. Also, dass man gemein zu denen ist, aber sich nicht wirklich umbringt. Und dann halt auch nur so ein klitzekleines anderes Ende hat, das jetzt nicht besonders interessant ist. Also, die sind dann auch nur einfach alle nicht umgezogen. Ja. Wenn noch irgendwer was in die Kommentare schreiben will, mich fragen will, kann er das jetzt machen. 1 Minute gebe ich dafür. Ansonsten bin ich dann jetzt für heute weg. Ich bin wesentlich früher fertig geworden, als ich dachte. Ich habe aber auch nicht mit diesen Tipps gerechnet. Nochmal großes Danke dafür. Es hat den Kampf wesentlich leichter gemacht und ich hätte ihn so sonst nie geschafft. Bin ich ganz ehrlich. Naja. War wie gesagt ein lustiger Abend. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.